Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny. Willkommen back zu einem neuen Video. Heute spielen wir A Good Husband, ein guter Ehemann. Das wurde mir von meinem Zuschauer empfohlen. Ich habe aber keine Ahnung, was es geht. Also lassen wir uns überraschen und lassen wir uns los. Gehen wir los, legen wir los. Okay. Was soll ich tun? Work on the car plus 50. Was soll ich machen? Wow, ich kann in die Ego-Perspektive gehen und ich kann sogar nach draußen gehen. Wow, ich habe keine Ahnung, was es hier geht. Kann ich auf was klicken? Geht das? Was ist das? Ein Rasenmäher! Oh! Okay, und was bringt das? Bringt das was? Der Rasen ist hier perfekt. Ich weiß gar nicht, was ich noch tun soll. Hallo? Ich will nicht mehr. Ey, es geht. Okay, nice. Okay, lass uns ins Haus gehen. Hallo? Hallo? Ist jemand zu Hause? Das ist gruselig. Was läuft im Fernsehen? Das ist nett. Berlin Tag und Nacht wahrscheinlich, oder nee, das ist besser als Berlin Tag und Nacht. Was? Was stand da? Hallo? Habe ich irgendwie eine Ehefrau oder sowas? Wenn ich ein Ehemann bin, muss ich auch eine Ehefrau haben. Was? Points 99? Oh! Bin ich das? Das kann... Also, das bin auf jeden Fall nicht ich im echten Leben. Habe ich es geschafft? Ich habe neue Punkte dazu bekommen. Ich glaube, ich muss so viele Punkte sammeln, damit ich meine Ehefrau überzeugen kann. Ich bin mir aber nicht sicher. Vacuum? Ey, episch! Okay, dann machen wir mal den perfekt sauberen Boden noch mehr sauber, als er es jetzt schon ist. Aus irgendwelchen Gründen auch immer. Dieser Boden ist so perfekt. Wow, das... Yay! 100 motherfucking Badass-Punkte. Ich will eigentlich gar nicht mehr, aber okay. Kann ich auch mit diesem Ding raus? Okay, das geht nicht. Schau ich mal die Bäume an. Ich glaube, wir sind hier in Minecraft oder sowas. Schau ich mal meine Villa an. Holy shit. Das nennt man übrigens Loft, nur dass der Loft mehr Scheiben hat. Und Loft ist auch meine Lieblingswohnung. Gib mal bei Google Loft ein, dann wisst ihr, was für eine Wohnung ich später einziehen will. Was soll ich doch tun? Schaut mich mal an, schaut euch mal meinen knackigen Arsch an. Ich habe so einen sexy Arsch. Okay, was kann ich hier tun? Pay the bills. Okay, ich mach das mal. Ich habe keine Ahnung, was für ein Ziel, wo der Sinn ist. Oder was ich hier tue. Aber ich bekomme Punkte, das ist gut. Okay, was ist das? Ich kann hier nichts tun. Oh! Hi! I'm watching that asshole. Oh, sorry. Wo kommt sie denn her? Okay, was ist das? Ask her about the bill. Hast du schon wieder was gekauft? Okay, ich frag dich jetzt. Just pay it. Ich soll es bezahlen? Ich soll es bezahlen, weil du mein Geld ausgibst? Wo ist die motherfucking Logik? Ich trinke Wein. Holy shit, was? Go to the store and buy me more right now. Meinst du Wein? Ich weiß... Okay, ich gehe ja schon. Ich glaube, ich muss... Was? Ich muss mehr lesen, was sie sagt. Was willst du von mir, du Bitch? Get out. Nein, ich bleibe hier stehen. Ist mir scheißegal. Heute wirst du kein Fernsehen mehr gucken. Heute für den ganzen Tag nicht. Einfach nur für dein dämliches Benehmen, du dämliche Bitch. Ich weiß ganz genau, dass du Eevee bist. Okay, ich gehe jetzt. Kann ich ausmachen? Nee, okay. Wisst ihr was? Sie sagt immer dasselbe. Wir gehen erstmal raus. Was ist das? Ich kann. Oh, ich glaube. Kann ich. Ey! Moment mal, ich könnte was tun. Yay! Ich glaube, ich repariere jetzt den Wagen. Und danach kann ich mit dem Ding fahren. Work. Was? Das verstehe ich nicht. Kann ich das Teil nicht fahren? Okay. Fahr das Teil bitte. Das Teil will nicht fahren. Was soll ich noch tun? Ich springe einfach. Es geht nicht, okay. Das verstehe ich nicht. Ich schätze mal, dass einer dieser Games von einfach reinkommt und nicht wirklich weiß, was er zu tun hat. Ich werde Rasen mähen. Keine Ahnung, wo der Sinn ist. Aber Rasen mähen ist was Tolles. Ich meine, wer mäht nicht gerne einen perfekten Rasen? Bist du einer davon? Ich bin auf jeden Fall auch einer davon. Ich mähe auch nicht gerne. Ich habe noch nie einen Rasen gemäht. Und wisst ihr was? Ich habe sogar einen Garten. Auch wenn man es nicht glaubt. Oh! Es geht sogar nach oben! What the fuck? Ich werde so viele Punkte sammeln wie möglich. Was? Put the seat down. Ey! Okay. Okay. Normalerweise... Nee. Tut mal alles drunter? Ich glaube nicht, ne? Kann ich duschen oder so? Was kann ich noch tun? Okay, mal sehen, was dort ist. Oh, unser Schlafzimmer. Ach ja, heute Nacht werde ich meine Bitch so hart bumsen, dass sie nicht mehr wissen... Ach du Scheiße. Hier ist eine Waffe. Ich will die Waffe nehmen. Es geht aber nicht. Ich kann nicht weiter nach unten gucken. Nope, ich kann sie nicht nehmen. Ich hoffe, sie kommen noch zum Einsatz. Was soll ich tun? Bin fast fertig. Ich komme. Bin wieder da. Get out of the way. Oh, die ist so angepisst. Was für eine dämliche Bitch. Watch TV with your wife. Ach so, das gibt Minuspunkte. Ich will keine Minuspunkte, ich bin ein badass Motherfucker. Badass Motherfucker bekommt keine Minuspunkte. The story is stupid, no one's want... Was? Ich habe ihr eine Geschichte erzählt und sie will es nicht hören. Wie jetzt? One year ago? Ein Jahr... Bin ich schon mit ihr zusammen? Was kann ich doch tun?
Dieses Game ist wirklich komisch, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich muss alle Punkte sammeln, die was geht. Ich will putzen schon mal, auch wenn ich der Mann bin, aber okay. Wie oft kann ich das tun? Ich krieg die ganze Zeit Punkte dafür, fürs nur waschen. Ich werde alles perfekt waschen. Und es geht die ganze Zeit weiter, das macht Spaß. Geschirr waschen ist etwas Tolles, ich mache so lange weiter, bis ich 1000 Punkte habe. Vielleicht kann ich sie ja früher oder später erschießen, da bin ich wenigstens frei. Oder mich scheiden lassen, falls du das hörst. Wieso tue ich das eigentlich? Ich will nicht mehr weitermachen. Ich weiß nicht, was ich hier tue. Komm schon. Gott, diese Schlampe. Wie ich sie nicht leiden kann. Oh. Ja, okay, ich lasse sie in Ruhe. Ich würde sie ja gerne nach der Rechnung fragen, aber sie will nicht. Sie reagiert nicht, sie hat einfach mein komplettes Geld ausgegeben. Genau, einmal arbeiten, habe ich 1000. Dann habe ich 1000 Punkte. Was passiert dann? Baby? Anscheinend gar nicht. Ich glaube, das juckt sie gar nicht. Ich will meine Waffe holen und sie erschießen. Wieso geht das nicht? Komm schon. Ah! Oh! Ich verstehe das nicht. Ich bekomme ein Geblasen gerade. Ich kann es auch im echten Leben spüren. Fühlt sich aber schlecht an. Ich verstehe den Sinn gar nicht gerade. Okay. Ist auf jeden Fall logisch. Was? Hey, Good Husband. Das war das Game? Das war's? Es muss eine Möglichkeit geben, diese Waffe zu nehmen. Es muss einfach eine Möglichkeit geben. Es muss. Ich will sie umbringen. Komm schon. Meinetwegen, gib mir so viele Minuspunkte, wie du willst. Oh mein Gott. Okay. Das sind sehr viele Minuspunkte. Kann ich sie jetzt vielleicht erschießen? Komm schon, nimm die Waffe. Ich weiß, du willst es auch. Egal wie viele Minuspunkte ich habe, er will einfach diese dreckige Waffe nicht nehmen. Ich will sie ermorden. Und ich meine, oh mein Gott, wieso hatte ich mit ihr Sex? Mit so einer Bitch will ich keinen Sex haben. Da würde ich mir ja lieber selber einblasen. Schau euch mal diese Punkte an. Schau euch mal, wie ich Minus bekomme. Ich weiß gar nicht, wieso. Wow. Holy shit, bei jedem Klick kriege ich richtig viele Minuspunkte. Oh mein Gott. Ja, genau, okay, übertreiben wir es. Ah, da sind auch andere Menschen dabei, als wir saßen. Habe ich gar nicht gemerkt. Ich könnte sogar den Müll entfernen. Wohin? Ah, natürlich in den Mülleimer. Okay, yay. Jetzt bin ich ein guter Mann. Gott, ich wünschte, ich könnte diese Waffe nehmen einfach und sie... Oder sie kann mir jetzt hier auch einblasen, dann sind wir quitt vielleicht. 3 months ago? Wow! Bin ich das? Ich glaube, das bin ich. Ich habe sie gerade gebumst, die alte Schlampe. Bitte sag, ich habe sie auch hier gebumst, in der Badewanne. Anscheinend nicht. Ah, ich will diese Waffe nehmen, aber es geht einfach nicht. Ey! Ich habe die Waffe genommen. Und ich weiß nicht mal, wieso. Ich werde jetzt damit drohen. Ich komme, du Bitch. Hier, ich werde dich ermorden. Blast mir ein, ich ermorde dich. Ich schieße jetzt einfach. Oh, ich habe sie ermordet. Und wir landen im Knast. ja. Okay. Diese Games, ich verstehe nie wirklich, was der Sinn davon ist. Aber es gibt immer einen Sinn. Es gibt immer irgendwas, was uns die Spieler mitteilen wollen. Aber... ja, das letzte Game, was ich gespielt habe, was so ähnlich war, ohne Sinn, war Plug and Play. Und man versteht einfach nicht, wieso was ist. Oder wieso das so ist. Passiert jetzt noch was oder nicht? Das ist nice. Das erinnert mich an The Escapist. Wegen dem Gefängnis und das Ganze. Wow, diese Musik. Okay, langsam wird's emotional. Okay, das war das Game. Okay, ich wusste nicht, was dieses Spiel geht, aber es hat bestimmt irgendwas, keine Ahnung. Ich denke, man kann sich denken, was das sein soll. Ich habe keine Ahnung. Dazu muss ich mir danach mehr Gedanken machen. Das könnt ihr auch tun und das mir in die Kommentare schreiben. Also ich glaube, die Nachricht dahinter ist, seid niemals ein guter Ehemann, weil eure Ehefrau eure ganze Kreditkarte leer macht. Das ist wahrscheinlich die verborgene Nachricht des Spiels. Okay, ich will das Video vorher das mir stehen lassen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann zeigt, wie badass ihr seid und liked dieses Video. Schau auf meinem Kanal vorbei, mehr Videos sehen, die ich produziert habe. Und abonniere jetzt unsere Nation bei Stütten. Ich werde dich im nächsten Video wiedersehen. Dann sage ich wie immer noch 3, 2, 1, Show. Was geht, Leute? Mein Name ist Lotte Danny. Willkommen back zu einem neuen Video. Heute spielen wir Trollface Quest 2. Der erste Part kam ziemlich gut an.